Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Yay, und zwar zocken wir. Ja, ich habe einen Spielpartner dabei und wer wird das wohl anders, nicht an, was, nochmal, wer wird das anders? Ach, Rivano ist am Start. Es könnte niemand anderes sein als Rivano LP, wolltest genau. Du sagen. Mann, genau. Mann, Onkel, was ist denn los? Ja, ja. Und wir zocken. Aber ich bin ja da, ich helfe dir. Und zwar zocken wir eine Runde Rainbow Six Siege. Hab ich ja gesagt. Oder Siege, kannst du aussuchen. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Gegen Polizisten. Ja, und Rivano weiß überhaupt nicht, was so auf ihn zukommt, weil er ist sowas von uninformiert. Das ist der Wahnsinn. Und ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt, also das ist bei mir jetzt auch blind sozusagen. Ich weiß natürlich, um was es geht, was man hier machen muss, aber es ist trotzdem blind. Und würde ich sagen, starten wir, achso, und das ist hier die Open Beta, und die probieren wir mal aus. Würde ich sagen, machen wir, ich weiß nicht, was das alles ist, Terrorist Hunt? Ich freue mich voll, ich will auf jeden Fall irgendwas mit Terroristenjagd oder Multiplayer. Du musst mich doch einladen erstmal, oder? Genau, das geht hier oben irgendwie, Dreieck. Squad. Lad mich ein. Invenite Players. Geil, bist du 4 Spieler. Boah. Freu mich. Halt ja, er hat mich voll überrascht heute. Er kam so an, ey, lass mal die Beta machen. Und ich denk so, was? Und was ist das denn? Und ah, sowas ist genau richtig. Und ja, ich, also die Videografik, wo am Anfang, also die sah schon echt episch aus. Ich bin echt gespannt, wie die Spielgrafik ist und wie das so läuft. Wir haben noch nicht getestet, wir sind ja völlig blind. Und ja, dann genießen wir einfach mal die Atmosphäre. Ja. Oder was würdest du sagen? Öglichen. Ja. Aber du ja, kannst mich bisschen, ruhig anladen. Also, ja, ah ja, da kommt gemacht. Was. es ist halt ziemlich, es ist halt wirklich, musst du aufpassen bei dem Spiel, ein bisschen mit Absprache. Also es ist kein Call of Duty, wo du einfach nur durchrusht oder irgendwas, sondern du musst wirklich aufpassen. Du hast am Anfang irgendwie eine kurze Zeit, wo du das Level, da haben die Terroristen Zeit, also die Verteidiger sozusagen, müssen sich Türen abriegeln und die halt versuchen, Fallen zu bauen für die Angreifer, und die Angreifer müssen dann halt schon mal mit so einem kleinen Auto vorfahren, mit so einem kleinen Kameraauto, und müssen ausspionieren, die ganze Sache. Und dann muss man dann noch ein bisschen taktisch rangehen. Gibt es verschiedene Eingangsmöglichkeiten. Also man kann das auf verschiedene Arten lösen. So, ich würde sagen, gehe ich mal auf Multiplayer. Mhm, müsste ich ja dann automatisch mit reinkommen dann. Ich bin echt gespannt, ey. Oh, so ein geiles Ballerspiel habe ich eh schon Bock. Weil wir gerade ja auch bei Star Wars dran sind. Im Moment haben wir so unsere Ego-Shooter. Ja, so ein Spiel ist es nicht. Ja, aber trotzdem. Ja, aber es ist ja auch Geballer, ne? Und natürlich ein bisschen taktisch. Bist du jetzt mit drin? Also, hast du Searching for Player steht da. Muss ich da was drücken? Okay. Ah ja, Invite to Squad. Oder was? Du bist schon da. Ist schon okay. Achso. Hä? Nee. Ich wollte gerade wieder irgendwelche Leute einladen. Ich bin dabei, ja. Binding Teammates. Musst du denn jetzt andere suchen, oder können wir auch zu zweites machen? Nee, natürlich müssen wir mit anderen. Wir sind mein Fünfer-Team. Achso, das heißt, wir müssen jetzt aus dem Internet irgendwie random 5 ja, einladen. Wir laden, uns die Runde aus dem Internet. Hä? Okay. Sonst KI geht nicht, oder was? Ach, der Kerl ist so unglaublich manchmal. Ah. Was ist denn jetzt wieder? Du hast gesagt, wir brauchen, da steht 5 Leute für ja, den Teammates. Wir brauchen 5 Leute im Team. Und ich sagte aus Spaß, wir werden uns jetzt Menschen runterladen. Und da sagst du auch noch, aha. Ach, du meinst das aus dem Internet? Mann, du sollst irgendwelche Leute einladen oder zufällig oder nimm KI. Mir doch egal, ich will das auf jeden Fall töten. Sieht schon geil aus hier im Hintergrund. Da steht 1, was heißt 1? Sind das die hier diese Intervalle, damit es dann losgeht oder was? 1 einladen, 2 bereit machen, auswählen und 3 ist dann zocken oder was? Ist leider noch komplett Englisch. Aber ist ja klar, ist ja auch nur die Beta, ne? Aber es wird gerade gar nichts. Irgendwie nicht, ne? Deswegen sage ich, nimm die KIs. Hä? Eure KIs. Okay, wir gehen mal zurück. So, toll. Jetzt, weißt du, das ganze Wochenende zocken sie ja durch. Und gerade die Zeit, wo wir hier zocken, nichts. Ich mach mal Terrorist Hunt. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Geh drauf, ich komme ja automatisch mit rein. Terrorist Hunt! Das heißt einmal Terroristen am Hand. Hunters müssten die Jäger sein. Kann man Operator? Terroristen böse und Hunter sind die Jäger. Unlock Operator. Ah, wir können auch Alone Wolf sein. Vielleicht können wir auch ein Zwei-Alone Wolf sein, dass wir beide zusammen gejagt werden. Oder verteidigen. Ich weiß es nicht, Terrorist Hunt.
Terroristenjäger. Ja, wir haben, wie gesagt, keine Ahnung, liebe Leute. Wir machen es alles blind, deswegen müssen wir jetzt erstmal hier wieder durchkämpfen. Was ist ich hätte ja einfach irgendwie die Play-Taste erfunden. Play und dann geht's los. Aber nö, muss ja wieder 5000 Sachen einstellen. So, mal gucken, ob du jetzt dabei bist. Ich hoffe. Ja, ja, ich habe einen Ladebildschirm. Okay, dann sind wir jetzt zusammen gegen... Okay, dann probieren wir es halt gegen Computer. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist doch richtig. Ist doch schön. Match beginnt. Okay. Okay, also... Jetzt ist die Frage. Wir sind blaues Team. Okay, wir sind Terroristenhand normal. Das heißt, wir müssen die jetzt jagen oder müssen wir uns verstecken? Wir müssen rein in das Gebäude. Ach du Scheiße. So, jetzt hast du ja verschiedene Klassen, die man nicht hat. Die schaltest du erst frei. Wir haben nur die erste, leider, ja. Die Rekruten. Leider nur Rekruten. Da kann man sich noch Waffen wählen in so einem Gedöns. Ich nehme den ersten, der sieht schon geil aus. Boah, guck dir das mal an, die Karte. Da können wir uns einen Startpunkt aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen den Training Curse, oder? Oder wir starten in der Parking Garage. Was nimmst du alles mit? Ich bin schon safe, ich habe schon. Was du mitnimmst? Du solltest doch sagen. Ach nee, wir sind was gegeneinander, oder? Was du mitnimmst? Oder? Hab ich gefragt. Wir sind gegeneinander, Onkel. Ja. Ich bin blaues Team, du bist rotes Team. Nee, du bist neben mir. Und ich habe dich gerade gefragt, was du mitgenommen hast. Du hast Maschinengewehr. Nein, ich meine an Sus-Dingern. Achso, ich habe... Oh, irgendwas habe ich gerade geworfen. Oh, eine Mini. Boah, ist das geil. Guck mal. Dann fahr mal rum, fahr da rein in das Gebäude nicht. Jetzt guck mal, was mache ich denn hier? Ist das geil. Aber ich will wissen, was wir sind. Oh, was war das? Ja, ich habe versehentlich alles schon losgelassen, was wir nach Hause haben. Du bist rein in das Gebäude. Wo gehst du hin? Ja, ich habe nichts gesehen, weil du dort hier alles vernebelt hast, du Banane. So, ich muss... Boah, die Grafik ist ja geil. So, komme ich jetzt hier rein. Nein. Öffne bitte die Tür. Kann hier irgendwelche Sachen machen? Achso, das ist wechseln. Warum kriegst er gerade dieses Ding? Verstehe ich nicht. To pilot your drone, X. Okay. Wie jetzt schießt du die Drohne? X ist hüpfen. Kannst nur du, wa? Was sagst du? Kannst nur du, wa? Ich kann Fotos schießen. Du sollst keine Fotos schießen, du sollst die Terroristen finden und... Warte mal, da steht was. Ach so, scan for enemies, okay? No enemies detected. Ah ja, ich kann aber nicht rein, die Tür muss auf sein. Hier raucht ich weiß, du bist ja auch im falschen Gebäude, du musst ja hin. Okay, da hast du... Ja, wir machen so... Ja, du bist im falschen Gebäude. Welches falsche Gebäude? Da, wo du drin bist. Ja, dann lass uns erstmal hin. Ich habe hier jede Menge Sachen. 3 Granaten habe ich. Dann habe ich so ein... Holte Drop the Diffuser. Was ist der Diffuser? Hier ist was, Munition für dich. Da kannst du wieder aufsammeln. Okay. Das ist keine Munition, das ist ein Diffuser. Das ist ein Entschärfungskit. Ah, okay. Geile Sachen gibt's hier. Geile Grafik. Wahnsinn, echt. Du kannst die Tür aufbrechen. Also wir sind auf jeden Fall Cops. Also wenn ich dich so angucke... Okay. Du bist da hochgeklettert? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin da hochgeklettert. Bist du geil. Ich dachte, wir gehen durch die Tür. Er geht gleich übers Dach. Ja, mega geil. Also das Spiel ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, wir müssen das ein bisschen üben, klar. Ja. Ist unsere erste Runde hier drin. Sachen. Nachladen, dann haben wir noch ein C4. Ah, warte mal, ich kann die Tür aufsprengen. Nein. Bringt doch jetzt nichts. Lass uns erst reingehen. Warte mal, ich würde sagen, ich gehe mal übers Dach rein. Kann ich aufsprengen. Du hast ja gesagt, wir können, Holte zappel. Ich zappel. Ich geh jetzt nach oben. Okay, ich bin hier. Ich höre schon drinne Geräusche. Wie hau ich jetzt rein? Mit R3 machst du... Ach, du bist eine Etage unter mir, oder was? Nee. Wo kann man hüpfen? Oh, jetzt habe ich Waffe gewechselt. Scheißes Ding. Wo bist du schon drin? Du nee, ich bin nicht über dir. Wie kann ich hüpfen? Wie kannst du nicht springen, Mann? Du kannst bei dem Spiel nicht springen. Ich weiß es nicht, Rivano. Ich spiele das auch zum ersten Mal. Granate geworfen. Achtung, Achtung, weg. So, falsche Taste. Okay. Okay, ich kann jetzt hier rein. Soll ich jetzt rein? Kannst du eine Waffe wechseln? X ist... Kommst du immer hierher oder was? Oder soll ich alleine rein? Warte, ich muss ich halt so raffeln. Ich komm. Ja. Okay, ach da. Ah, hast du aufgemacht? Ja. Oh, geil. So, warte, wie kann ich jetzt? Rüber hier? To enter X. Warte, noch nicht. Wir haben gesagt, wir gehen taktisch vor. Nein, er muss ja, machen. Ich bin doch taktisch vor. Ist keiner hier. Oh Mann, das sieht echt geil aus. Boah, ist das geil, Leute. Das ist ja richtig mega Game. Da muss man hier richtig taktisch vorgehen. Ich Scheiße, gibt's Puppen. Wie viele Gegner wir haben, ja. Was jetzt? Wir sind jetzt hier die Special Forces. Ich sag euch das. Boah. Was? Kaputter Fernseher. Also ich höre hier überall Schritte. Ja, ja.
Wir können auch sofort schießen und dann müssen wir die. Ey, geil! Wie hast du jetzt geschlagen? Also. Mit R3. Geil. Richtig realistisch kann man hier die Tür aufbrechen. Oh, pass auf, Stacheldraht. Das ist bestimmt ein Hindernisparcours hier. Ah, ja. Die Schritte kommen, glaube ich, von oben. Okay. Können wir eigentlich ausschleichen? Na klar, ich müsste dich mal mit L3 ducken. Nee, Kreis ist ducken. Ja, meine ich doch. Okay, hier müssen wir irgendwas. Können wir das entschärfen? Oh, oh! Oh, ich bin tot. Scheiße, da waren wir zu laut. Oh, der Typ sieht ja übelst krass aus. Das sah übelst krass aus. Bist du auch tot? Nee. Oh, von hinten! Boah. Kannst du mich wiederbeleben oder was mache ich jetzt? Ich bin jetzt gerade auf deiner Sicht. Boah, die haben ja eine ganze Familie dabei. Schön blutig. Kann ich nicht wiederbeleben. Diffuser acquired. Move to bomb location. Diffuser pick it up. Okay. Disarm small bombs. Okay, das geht dann wahrscheinlich so lange, bis du tot bist, ne? Genau. Oh, fuck, ich seh nichts. Ah, jetzt fuck. Bist du tot. Ja, er wird gerade zusammengeschossen hier. Fuck. Ja, da schauen wir gerade spannend bei Onkel zu. Meine Fresse, ich muss jetzt mal mit der Steuerung klarkommen. Ja, da musst du ja wirklich erstmal alles herausfinden. Da gibt's so viele geile Sachen. Auf jeden Fall blutig nochmal. Schönes Ding. Onkel hat Terrorist getötet. Geil, ey. Da kenne ich ja direkt mit Mini-Roboter so vorgehen. Alles krass. Meine Fresse, wie komm ich denn hier rein? Und das oder? War's. Boah, das ist echt extrem. Komischen Blendgranaten. Endlich. Ja, schön. Schönes Ding. Ja. Gibt's doch gar nicht, wie viel sind denn das? Ja, eine ganze Horde ist das hier. Eine ganze Familie. Die Adams Family. Der Onkel ist hier übelst am Fighten hier. Du hast auch eine Kamera, wenn du den Knopf nach unten drückst. Kannst du irgendwo eine Kamera loslassen. Schön, dass du das jetzt sagst. Das Blut sieht ein bisschen. Das Blut sieht ein bisschen nach Farbe aus. Das ist so wirklich übertrieben hell. Ah, ja, das okay. Ist mein Mini-Roboter von draußen, okay. Jetzt lass die. Ah, Onkel ist fast tot. Ja, ein Schuss noch. Boah, die Puppen irritieren, ne? Mhm. Ich hab vorhin auch gedacht, da kommt einer. Ja, ich habe das gar nicht mit wahrgenommen, dass da so schnell einer ankam und auf mich geballert hat. Wie so ein wahnsinniger. Übel! Oh, da ist eine Bombe. Da, wenn du da vorbeiläufst, gehst du wahrscheinlich in die Luft. Oder? Oder eine Alarmanlage oder ein Bewegungsmelder könnte es auch gewesen sein, der uns verraten hat. Wow! Wow, Bombe found. Ich hab die Bombe gefunden. Mhm. Okay. Die Zielgenauigkeit von denen ist ja echt professionell. Oh Gott. Schön. Aber gut, die Blutfarbe müssen die nochmal bearbeiten. Die ist mit Knall. Knalle. Darum geht's doch gar nicht. Ja, aber trotzdem ist er. Können sie gleich ein Neonrot nehmen. Oh, das ist aber eine dicke Bombe. Da haben sie sich aber ordentlich was. Oh, da war's. Okay, nochmal jetzt. Okay, Gott sei Dank kann ich mehr mitmachen. Wir machen das erstmal ein Stückchen kurzes Weiz. Wir wollen hier. Erstmal reinkommen, ist doch total geil, wie wir da reinstürmen mussten. Ja, aber das müssen wir ein bisschen geregelter machen. Ja, und absprechen, das ist jetzt taktisch, das ist nochmal was anderes, ne? Das ist nicht mehr einfach nur sinnlos. Das sag ich dir aber schon die ganze Zeit. Ja, ich war doch taktisch, ich kann ja nichts dafür, dass die aus der Ecke kommen und mich direkt erschossen haben. Was müssen wir jetzt machen? Viereck Raids ist ein Match oder Retri ist eine Mission? Retri, Viereck, ne? Drücken. Hab ich. Hab sogar Punkte bekommen, cool. Mhm. Aber nicht viel. Und es geht los, es geht los. Ja, wir müssen erstmal üben, das ist klar, das ist jetzt direkt online zocken wollten wir jetzt auch nicht. Wollten wir jetzt auch nicht, ging auch nicht. Wollten wir auch nicht. Ja, ist aber auf jeden Fall auch ein bisschen anders, weil da werden die nicht einfach so reinrennen wie die Geistkranken. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir wieder das hier, das war echt geil. Pistole nehme ich noch die Minigun mit.
Dann nehme ich noch eine Smoke-Granate oder dieses andere Teil, nämlich Smoke-Granate. Ah, hier ist und Frag-Granate und das haben wir noch. Cool, Polizei. Du bist doch Polizei. ESG-9 Polizei, die hast du? Ja. Ach, das Mann. Ich jetzt genommen. Ich konnte jetzt nicht so schnell auswählen. Scheiße, da mit der Zeitbegrenzung ist Kacke. Polizei. Kakaleoeo. Aber ich habe auch eine geile Waffe. So, ich habe eine Granate auf L1. Ich habe ein komisches Symbol. Ich habe zweimal so C4 könnte das sein. Das kann ich auch und so Ding eine fahren. Fette Granate, ja. Cool. Das sieht gut aus. Okay, Captain. Zwei Mann gegen alle. Überall sind die scheiß Attrappen hier. Die verirren ja voll ein. Mit Pistolen noch drauf. Wie weit bist du? Ich bin im Gebäude. Bist du schon drin, oder was? Ist doof, ich will auch mitgucken. Fuck. Achso, ich kann auch auf die Kamera zugreifen. Nein! Ah, du, ja, wie geil ist das? Du fährst die Kamera und ich guck mir zu. Gehst gerade die Treppe hoch, ne? Mhm. Geil, das haben die geil gemacht. Jetzt können wir nämlich gucken, wie der Onkel Kamera fährt. Kann ich eigentlich auch was machen? Nee, ich kann nur zugucken. Geil, der Onkel, der hat gerade ein bisschen Probleme hier. Der hängt da an der Treppe fest. Da ist ein Mauseloch, tatsächlich, da unten rein. Mach mal Licht an. Weiß nicht, wie das geht. Dreieck, glaube ich. Oder R1. Muss man alles probieren. R1, L1 oder R drücken. Ah, da, guck mal. Geil, und jetzt drück mal Dreieck. Gedrückt halten, Dreieck, dann machst du einen Scan. Dann werden die Gegner die ganze Zeit angezeigt im Gebäude. Dreieck gedrückt machst halten. Machst du schon die ganze Zeit. Geiles Spiel, Leute. Geiles Spiel. Ich suche halt dieses Scheiß. Ach, wir haben unendlich viel Zeit, aha. Ja, ja. Ist, bis die Gegner tot sind. Ist ja auch ein Wahnleben so. Ich meine, ich habe auch unendlich viel Zeit. Ah. Ja, mit dem Ding zu durchsuchen. Oh, mal her. Ja, ja, unendlich viel Zeit. Bis sie dich entdecken. Die Bombe gefunden. Ah, wir haben die Bombe gefunden. Das war wahrscheinlich auch der Ziel daran. Da wissen wir nämlich, wo wir hin müssen. Bist du noch an der Erde? Du steuerst noch. Okay. Scannen mal ruhig alle. Dann können wir nämlich gucken, wie wir am besten reinkommen hier. Da ist auch noch einer. Dadurch. Ne, da drunter. Schön. Oh. What the hell. Geil, geil, echt. Das sind noch mehr. Oh, 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 die okay. Haben eine geile Maske, ey. Das war's, komm, oder? Let's go. Ja. Boah, jetzt sehen wir die ganzen Ziele. Geil, geile Aktion. Okay, ich spreng direkt die Tür. Ich mach's direkt auf die harte Tour. Wir wollen taktisch vorgehen. Ja, wir gehen ja taktisch da drin vor, aber reingehen tun wir trotzdem durch die Haupttür. Warum? Ich mach einfach C4 dran, hier. Richtig cool durch die Dinge hier. Warte mal, ich will's einfach mal gucken, was passiert. So, C4 ist angebracht. Aber warte mal, mach mal noch. Ach, das ist gar kein C4, das ist dieser, dieses Ding hier, oder was? Warte mal kurz. Noch nicht durch die Tür. Nee, das ist, ich dachte, das wäre C4, das ist eine bewegliche Kamera. Ach, dann habe ich gar kein C4. Versuchst du das Fenster, ist auch geil. Hast du tot? Ja, ich komm, ich kann nichts sehen, das ist scheiße. Bist du jetzt da hoch? X. Alles klar. Oh Mann! Das Geld ist jetzt neben mich! Wo bist du? Oh, jetzt bin ich tot! Du hast mich gekillt! Scheiße! Echt jetzt? Wie geht das denn? Du hast mich gekillt. Oh Mann, so eine Scheiße. Okay, ich mach kurz einen Hardcore-Drop. Das war jetzt echt kacke. Ich dachte, das geht gar nicht. Okay, das war ja sehr gut jetzt. Nee, hab ich extra gemacht, weil ich wollte, dass du dabei bist. Hab den auch
Hier kommt die Polizei. Ah, ah. Ich gehe uns selbst. Ah, ah. Du bist keine Ahnung. Angehen. Ich stürme jetzt rein. Naja, du hast die scheiß Fenster aufgemacht und die Aufmerksamkeit auf dich gelenkt, dass die von allen Seiten kommen. Wir müssen ja, uns anschleichen. Du wolltest durch die Tür. Du wolltest durch die Türe. Ja. Ich, was kann ich dir da dafür, wenn du dich auf einmal neben mir an der Wand und hängst? Du nimmst gleich das Fenster, wo dahinter einer steht. Das weiß ich doch nicht, ob dahinter einer Leute, steht. Leute, der Onkel, der darf nicht bei der Polizei arbeiten. So, wenn die wollte, aber. Return to Menü. Ach so, scheiße. Dann würde ich sagen, ja, ich muss zurück im Menü. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Part wieder. Ja, klar, das kommt ja jetzt, das ist ja jetzt kein Let's Play, das kommt ja, ist halt angezockt, kommt täglich. Ja, oder wollen wir noch einfach so machen, wir haben genau, dann ist halt ein bisschen länger. Wir sehen uns morgen wieder bei, na gut. Ey. Gut. Ja, wir hätten länger gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Wir wollen mal länger, machen wir noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch, ja, meine Fresse. Normalerweise würde ich jetzt auch schon die nächste Runde machen, aber, ja. Passt schon, passt schon. Ah, da sind die geilen Knarren. So, jetzt nehme ich erstmal eine P12, okay. Das nehmen wir. Ne, ich will die Granate haben. Und hier haben wir noch... die nehmen wir noch mit. Okay, ich bin ready. Geil, 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 geil. So, und jetzt taktisch, mein Freund, taktisch. Wir können ruhig überlegen, wo wir reingehen. Wir können gerne mit der Kamera wieder ausspielen, wenn wir davor sind, wie du magst. Guckt euch meine Knarre an, Leute. Okay, ich bin jetzt auf einer anderen Map. Ich hab wieder Kimmo und Korn. Jo, andere Map. Okay, willst du direkt mit der Kamera losfahren oder gehen wir erstmal so spazieren? Ja, na klar, ich geh zuerst. Ey, bleib doch mal hier! Also erst Kamera, okay. Ja, natürlich, dann dafür ist es da. Rein. Ich schau's mir an. Onkel ist wieder der Kameramann. Der alte Spion, der muss jetzt mal wieder alles erkunden und durchsuchen. Also mir gefällt's unheimlich gut, liebe Freunde. Ich hoffe, es macht euch auch riesig Spaß und die Grafik ist natürlich auch echt toll. Also, ist ja noch eine Beta, ne? Wird ja auch noch ein bisschen besser. Noch besser. Okay. Na, im Match, im richtigen Online-Match haben wir dann aber auch weniger Zeit für die Dinger hier. Da hast du, glaube ich, 30 Sekunden oder so Zeit. Da gehe ich ganz stark von aus, dass das irgendwie abgeht hier. Okay, da haben wir schon mal einen Gegner, okay. Ich bin dein... Da ist auch noch einer. Dein anderes Paar Auge, ja. Der steht dahinter, aber da musst du mal hüpfen. Und dann Dreieck drücken, dann sieht dein Typ das. Ja, siehst du? Hat sogar noch blöd geguckt. Hä, was ist das? Nur ein Mini-Roboter. Und diese X-Dinger drauf, da kommen wir überall rein. Das sind diese Türen, die man aufschlagen kann. Guck mal, die machen sogar selbst alles kaputt. Die sind ja total hohl. Zerstören ihre eigenen Verteidigungen. Ah, die haben dich gesehen, deswegen. Oh, oh. Ja, da kommst du nicht durch. Na ja, gut, wir können jetzt hier so lange scannen, bis wir alles haben, was wir brauchen. Ja, wir müssen die Bombe suchen, ne? Deswegen gibt's die Roboter. Ja, wie gesagt, im normalen Spiel hast du das nicht so lange. Ne, denke ich auch nicht. Selbst in der wahren Welt nicht. Nö, nö, nö. Aber sieht geil aus. Sieht aus wie so eine alte Bank hier oder sowas, ne? Hier sind die alten, wow, überall haben sie extra die Türen ein Stück offen, damit wir mit der Kamera durchspazieren können. Operate bei Onkel, sauber. Und wir sind ja gerade High-End-Movie in der Beta drin, saugeil. Ja, ich finde die Bombe jetzt nicht, ich glaube. Ja, wollen wir los? Wollen wir uns trauen in den Kampf? Wir müssen es aber so finden, die Beta. Die Bombe. Die Beta. Okay, meine lieben Damen und Herren, dann suchen wir jetzt die Beta. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Okay, da hinten ist ein Ziel, okay. Bin da mal ganz knapp hinter dir. Also müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen mit dem Schießen. Weil du hast gemerkt, zwei Schüssen, das war's mit dir. Kann ich mir gar nicht, verstehe ich gar nicht, wenn man auf seinen Partner schießt, dass der dann tot ist. Das ist ja im realen Leben ja auch nicht so. Aber hier ist es anscheinend so. Okay, wir müssen es jetzt auch so machen, dass wir Deckung machen. Natürlich ist jetzt der Lärm hier hochgegangen.
Da drüben und auf jeden Fall ein Feind im anderen Gebäude drüben. Okay. Hier auf jeden Fall geduckt. Erstmal bin ich schwerer zu treffen. Wir können es auch hinlegen. Boah, geil! Guck mal, wie du dich hinlegen kannst. Sogar so, dass die Beine nach vorne sind. Und dann kannst du zielen. Ja, das ist ja geil. Guck mal. Was? Dass die Beine nach vorne sind? Ja, hast du nicht gerade gesehen? Guck mal. Geil, oder? Hä? Was redest du da? Ja, ich... Oh, Achtung, Achtung! Ich wurde gesehen, ich wurde gesehen. Ja, Hauptsache, du liegst da rum und hast die Beine nach vorne. Ja, tot. 35 Punkte, ein Schuss. Weil ich ziele, die anderen, die machen nur Blödsinn. Ich habe auch noch Granaten. Ja, Team, du hast bitte Diffuser. Was hast denn du gefunden? Du hast gerade mit Viereck den Diffuser fallen lassen. Hol den wieder. So. Scheiße. Ach, ich drücke immer Viereck zum Nachladen. Das hatte ich mir irgendwo mal angewohnt bei so einem Spiel. Ja, du sollst aber das Viereck halten. Ja, ja. Alter. Geht schon gut ab hier. Achtung, ich komm. Boah. Ich bin tot, du auch? Nee. Wieso bin ich immer sofort tot? Das sind Selbstmordattentäter, Täter. Ach so, die haben uns in die Luft gejagt. Hm. Das gibt's auch noch. Bist auch tot, ne? Ja, dann machen wir jetzt aber Cut. Krass. Oh, mein Lieber, ey. Oh, da gehen wir jetzt erstmal für die zurück. Gejagt. Übel. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, gehen wir das nächste Mal online. Ach, ging ja nicht. Wir probieren es einfach das nächste Mal nochmal online. Ja, beim nächsten Part. Mhm. Und würde ich sagen, gehen wir erstmal Return to Menü. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen beim nächsten Part wieder von dem angezockten Rainbow Six Siege. Und ja, wir müssen ja echt erstmal reinkommen. Das ist echt ein bisschen komplizierter. Oder, na, was heißt kompliziert? Na, wer wisst schon, wie ich es meine. Anders. Anders, genau. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Bis denn. Ciao. Ciao.